Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte von Thüringen. Wir haben voll die Nacht. Flüge sind gleich fertig. Werden wir gleich mal schauen. Der erste steht. Den werden wir gleich mal wegfahren. So, schlag mal zusammen. Oder machen Restarbeiten. Können wir auch mit John Deere machen. Wir fahren den mal zurück zum Hof. Jetzt haben wir die Nacht. Flügen das alle mit durch. Jetzt können wir mal beruhigt auf höhere Geschwindigkeit gehen. Dass wir die Nacht über die Runden kriegen. Dunkel ist nicht lustig, ist immer so, ne? Auch wenn das mit Munkel gut ist. Aber wir wollen die Nacht zügig über die Runden kriegen. Schlafen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen tue ich es nicht. Habe ich gar nicht erst vorgesehen, so bin ich noch leider schon zu kurz. Wie gesagt, im Dunkeln ist das ungünstig. Da muss ich ein bisschen gucken, wo wir jetzt hier rüberfahren können oder sind noch so weit. Ja, da ist die BGH, da ist die ein Silo. Nicht die BGH, aber ein Silo. Ja, im Dunkeln ist das dann schlecht. Und bin ja gespannt, ob die Pfützen auch weggehen. Er meldet ja nach wie vor bewölkt an. Oh, das Licht ist gut. Der nächste ist fertig, das ist gut. Werden wir gleich hier hinstellen zum Flugwaschen und reparieren. Tanken aber nicht. Aber die Reparatur ist notwendig. Ist soweit. Aber das machen wir später. Wir wollen mal einen Kollegen hier freistellen, dann die unnützen Lohnkosten hinzukommen. Es scheint alles gemacht worden zu sein. Und wie gesagt, wenn das ein bisschen nicht sein sollte, wir haben ja schon nachgearbeitet zum Glück. Ja, das ist okay. Dann ist es halt so, ne? Und da eine Ecke. Das ist so ein bisschen, oh hier Straße. Und fahren wir Straße zurück, da fahren wir garantiert zurück. Einmal die Innenansicht. Tun wir ein bisschen leichter vom Sehen her. Ja, viel mehr Licht haben wir nicht. Wir müssten jemanden haben, der vorausfährt. Leuchtsignale gibt. Aber Flügen ist fertig. Dann vielleicht morgen früh mit der Aussaat beginnen, wenn die Temperatur passt. Die Bodentemperatur ist noch ein bisschen zu kalt. Aber ich denke mal, morgen früh ist das soweit. Das ist auch gut so. Dann werden wir gleich mal hinterher noch die Mischfutter im Dings reinbringen. Zum Stall. Dann brauchen wir noch einen Wasserwagen, falls das irgendwie nicht klappt mit dem Wasser, wie ich so denke. Das könnte ja auch noch sein.
Wer parkt hier nur immer? Da sind wir. So, erstmal abstellen. Tja. Vierzig braucht Kalk, aber ist ja nicht unser Acker. Ah ja. So, BGH. Bei dieser Stall. Das heißt, hier müssen wir nicht auch noch gucken. Aber naja. Milchkühe haben wir so noch nicht. Das muss man sehen, nachher mal sehen, dass wir die. So. Das sind Heuballen. Dann werden wir noch ein bisschen Strohballen kaufen. Dann kaufen wir noch ein bisschen Silageballen. Voll. Ich muss nun echt die Fahrzeuge wegbringen. Ein paar da aufgeladen, das ist praktisch. Mal gucken, da stehen noch ein paar. Fahren wir zurück. Leg damit auf. Hier liegt noch einer. Hey, schick, schick. Dunkel ist ein bisschen umständlich. Hat er mitgenommen, ist gut. Aber wir sollen die Nacht bald immer geschafft haben. Dann geht das. Oh, ist gerade Gras gewachsen. Es ist 2.08 Uhr. Wachstum ging durch. Zeit merken. 2.08 Uhr. Halb achte, sonntags, naja. Strohballen. Und rauf mit dir. So, ich habe noch Platz für, ja, für Heuballen. Ich hab mehr Silage, ne? Mehr Heu. Stroh.
Wieder voll. Oh, und dritte Reihe. Super, das klappt sogar. Es ist gleich 4 Uhr. Bodentemperatur 6 Grad und wieder Regen. Ich glaub's nicht, du. Die müssen, ja genau, die müssen die Ballen wegbringen, weil die Lagerballen sind ja in Folie eingepackt, da dürfte keine Gefahr bestehen. Aber alles andere ist ja ein bisschen, ne? Löst sich auf bei dem Season Mod. Es verrottet auch gut Deutsch. Ich bin dunkel, ich weiß, aber es sollte bald hell werden. Irgendwo, da ist ein paar Ballen, ja. Da sind noch ein paar Ballen. Obwohl, wenn die am Hänger drauf sind, dann ist es auch vom Wetter geschützt, weil das wieder im Prinzip anders gerechnet wird. Ah, hier fahren so. Ich will mal probieren. Ich glaube, einen kriegen wir noch auf. Also die Vögel hören schon wieder. So, das heißt, es sollte bald. Ey, einen haben wir noch. Und für einen haben wir noch Platz. Ein bisschen rückwärts ranfahren. Den wir noch mitkriegen. Gibt's doch gar nicht. Das. Wir machen wieder auf Normalgeschwindigkeit auf 5. Beziehungsweise auf 1, weil wir wollen dann die Aussaat heute noch fertig kriegen. Gibt's doch gar nicht. Ich habe nur einen Platz für einen Ballen und ein Ballen ist da. Gut, dass ich im wahren Leben kein LKW fahren muss. Ups, mit ist er. Gut. Wir machen einmal die Aussaat fertig. Ihr wollt mal schauen. Unser, was wir schon da haben. Schauen wir mal. Wir haben schon, ja, reichlich. Wir haben schon, also wir,
Hier können wir ranfahren rückwärts, das geht. Und da ist wenn schlecht. gut, mit dem Traktor wird es gehen. Ich will mal schauen, wo hier, ob ich den Mod drauf habe, im Wasser. Dann müsste hier irgendwo der Wasser ran sein. Ist nicht. Dann müsste ich mal gucken, ob ich hier einen hinbauen kann. Bin mir nicht ganz sicher, ob das der ist. Denn er muss in der Nähe des Punktes sein, wo wir landen. Das heißt, nochmal zurück. Genau da. Da, wo wir stehen. Blöd ist nur, wenn wir das aufstellen. Gut, aber stellen sich merken, ne? Bisschen drehen. Das soll da hingehören. Immer so stimmt, ne? Ob das so stimmt? Gucken, ob wir hier Kühe kaufen können. Ne. Wo können wir Kühe kaufen? Ups. So, wir wollen Kühe kaufen. Das heißt, im Grunde, ja. Erstmal probieren. Das heißt, ja, weiblich mit Euter, ne? männlich mit Euter, das ist gut. Na, so was nicht. Das soll ein Mastrinder werden, 0,6. Davon verschieben wir mal ein paar. Verdammt teuer für so einen, ja, Jungochsen, sagen wir so, ne? Hab ich jetzt gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bestätigen. So. Tiermenü, Tierfutter. Ah, ist schon gewachsen. Ah, gedüngt Wachstum, gedüngt Unkraut 0. Alles gut. Für den ersten Tag nicht schlecht. So, schnell Futter besorgen. Und dann müssen wir sehen wegen Wasser. Weil Wasser scheint nicht so zu klappen, wie ich das will. Entweder weil mir das Mod fehlt oder ist nicht so vorgesehen. Eins von beiden. Müssen wir schauen. Eigentlich würde ich hier ungern abhängen. Oh, die Bäume stellen. Deswegen fahren wir auch mit 1 Geschwindigkeit erstmal. So, das erste Hänger nehmen wir auch. Oh. Klappen wir auf.
und so, liebe Freunde, das soll's mit der letzten Aktion Mischwatter ausladen gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns mal wieder zur weiteren Folge auf der Touring-Karte. Ciao.